Hallo Stream, hallo Gymnade, hallo Community. Ich begrüße euch ganz herzlich zur diesjährigen J-Otto-Verleihung 2021. Und Joomla ist in diesem Jahr 16 Jahre alt geworden. Mit 16 darf man endlich rauchen, saufen und sich jede Menge anderen Schaden zufügen. Aber Spaß beiseite. Was ich eigentlich sagen will, ist, man wird langsam erwachsen. Man schnuppert Erwachsenenluft und entwächst den Kinderschuhen. Vielleicht kann man das so ein ganz, ganz kleines bisschen auch auf Joomla 4 übertragen. Mit diesem Postpubertätsgeburtstag erschien nämlich Joomla 4 und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Meilenstein auf dem Weg in das Erwachsenenleben. Vielleicht ein bisschen vermessen von Joomla zu sprechen wie von einem Teenager, aber ich bin nun das 10. Jahr mit dabei und habe Joomla beim Wachsen zusehen dürfen. Ganz, ganz viele spannende neue Sachen, wie zum Beispiel meine Lieblingsfreunde, die Custom Fields. Wer mich kennt, der weiß, dass ich die Custom Fields abfeiere wie nichts anderes. Das Beste aber an der ganzen Sache ist, dass Joomla von einem Team von Freiwilligen rund um die ganze Welt entwickelt wird. Und unsere Dach-Community ist ein ganz, ganz großer Teil davon. Joomla ist quasi also unser aller Baby, unser aller Kind, wie auch immer, unser aller Teenager. Ich bin stolz, dass ich in irgendeiner Art und Weise dazugehören darf, auch wenn ich bisher noch nicht eine einzige Zeile Code zum CMS dazu beigetragen habe. Und ich freue mich, dass ich euch eben heute diese J-Otto-Verleihung präsentieren darf. Zum Geburtstag haben wir uns halt nicht lumpen lassen und hauen mal so ein ganz kleines bisschen auf die Brause. Ihr seht hier richtig, ne, keine Kosten und Mühen gescheut, richtig Studio aufgebaut und alles. Ne. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit mir zusammen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Kategorie, die Bewerber der Kategorie kleine Webseiten an. Ja, Mats ab, viel Spaß. Das waren die Bewerber der Kategorie kleine Webseiten und gewonnen hat die Website der Kinderintensivpflege Gänseblümchen KIPDG.de von Caro3 Jules Weigel. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und wir haben einen kleinen Beitrag für dich vorbereitet. Ab geht's talentfrei dabei. Vielen Dank für diesen kleinen Gewinnersong und ich möchte auch noch ein paar Worte zum Gewinner zur Webseite verlieren. Herzlichkeit, Lebensfreude, Hilfsbereitschaft und was das Team benötigt. Mehr Arbeitskräfte. Das vermittelt die Webseite des Teams Kinderintensivpflege Gänseblümchen. Das zielgruppengerechte Design mit seinen freundlichen Farben und den vielen bunten Kunstwerken der betreuten Kinder rundet die Aufmachung der Webseite ab. Auch die integrierte Karte, leicht Arbeitsplätze in der Nähe des Jobsuchenden zu finden, ist ein hilfreiches Plus. Nicht nur für die Kinderintensivpflege, sondern auch für die Website. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und vielen, vielen Dank. Weiter geht es nun mit der Kategorie mittlere Webseiten. Mats ab. Und gewonnen hat an dieser Stelle Trommelwirbel Kommunalp.at eingereicht von Bernhard Minatti Bergwerk.co. Und auch hier gibt es natürlich wieder einen kleinen musikalischen Beitrag von Talentfrei dabei. Es ist so viel, so viel, so viel, überall Reklame.
So viel Blut und so viel Spiel, das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Ja, vielen Dank. Und auch an dieser Stelle gibt es ein paar Worte zur Gewinner-Website. Interessanter Auftritt. Das Helix Ultimate Framework und der SP Page Builder dienen bei dieser Website als Grundstein des Designs. Viel Information ist hier übersichtlich präsentiert. Die Kundenwünsche wurden über individuelle Adaptierungen und Overrides sowie Custom Fields umgesetzt. Der Performance wurden mit CSS-Optimierung Beine gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Und ich würde sagen, wir machen direkt zügig weiter mit der Kategorie große Webseiten. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Bewerber. Ab geht's. So, und das waren die großen Webseiten. Gewonnen hat jetzt die Webseite ementext.com, eingereicht von Redim oder der Redim GmbH. Ich hoffe, ich habe es irgendwie einigermaßen richtig ausgesprochen. Verzeiht mir es bitte. Und auch für euch gibt es natürlich erstmal wieder einen kleinen musikalischen Beitrag. Ab geht's, Jungs. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money in the rich man's world. Ja, vielen Dank für dieses kleine musikalische Intermezzo. Übrigens gar nicht so einfach, einen Song zu finden, der nicht allzu kritisch mit dem Thema Geld umgeht, außer so ein Bling-Bling-Rapper-Song. Aber anyway, auch an dieser Stelle ein paar Worte zur Gewinner-Website. Erster Eindruck, wow. Je weiter man analysiert, umso mehr überzeugt ementext. Die Website präsentiert eine Banking-Lösung für Unternehmen mit einem modernen Design und selbstgebautem Template. Interessantes Kontaktformular, angenehme Schriften und harmonische Animationen, alles fehlerfrei auf Small Devices, haben diese Seite zum Gewinner gemacht. Herzlichen Glückwunsch von der gesamten Jury und ich würde sagen, weiter geht es mit den sehr großen Webseiten und ihren Bewerbern. Das waren die sehr großen Webseiten und wir haben einen würdigen Gewinner, die Seite agrarforschung.at, eingereicht von Roland Neißel, und auch hier ein weiteres Mal einen Beitrag von Talentfrei dabei. Ab geht's. Keep your foot out on the pedal, son, you never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana. We'll bring it home no matter what it takes. Eastbound and down, load it up and truck it. We gonna do what they say can't be done. We've got a long way to go, and it's sure time to get there. I'm eastbound and watch your bandit run. Ja, vielen Dank für euren Beitrag, Jungs. Auch hier ein paar Worte zur Gewinner-Website. Riesig und trotzdem übersichtlich. Der Internetauftritt der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen
punktet mit seinem eigenen Template. Auch eigene Module und Custom Fields sowie Overrides sind Bestandteile der Website der Forschungseinrichtung. Die Vernetzung für die Autoren, Inhalte und Projekte wird ausschließlich mit Joomla-Boardmitteln umgesetzt. Da bin ich ja sowieso grundsätzlich ein Freund von. Also an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch von der gesamten Jury. Vielen, vielen Dank. So, und wir sind eigentlich durch mit allen Kategorien, aber selbst die Gewinnerseiten waren in diesem Jahr bezüglich Barrierefreiheit nicht ganz optimal. Deshalb haben wir uns als Jury entschieden, dass es dieses Jahr einen Sonderpreis gibt für eine Seite, die Barrierefreiheit kann. Und nicht nur das, und hierbei handelt es sich um die Website, die beste Website, eingereicht von Peter Martin, db8.nl. Und auch für dich haben wir natürlich wieder einen Song vorbereitet. Ab geht's mit Best of You. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone got their chains to break. Holding you. Where you born to resist or be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you gone and on to someone new? Ja, vielen Dank, Jungs, dass ihr mitgemacht habt auf Wiederschauen. Und auch hier noch ein paar kurze Worte. Die auf der Website erreichbaren Infos zur Gestaltung von guten, schnellen und fehlerfreien Internetauftritten sollten für viele Agenturen und Programmierer ein Besuch wert sein. Auch einzelne Tests zur Analysierung deiner Website oder deines Webauftrittes gibt es. Also schaut euch die Seite gerne mal an. Vielen Dank dann an dieser Stelle nochmal an alle Einreicher. Herzlichen Glückwunsch an alle. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier auch von euch. Das war ein toller Joomla-Tag oder ein toller Joomla-Day. Ich sag jetzt schon, ich bin schon komplett jetzt umgeswitcht hier. Also ein toller Joomla-Day 2021. Ich hoffe, ihr hattet hier auch so ein kleines bisschen Spaß. Das war's. Ich verabschiede mich von euch. Bis dann. Tschüss. Müll, hörst du, was der Müll sagt?